is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die sieben letzten Plagen setzten ein. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Zahlen des Zornes Gottes auf die Erde. Wenn Christus seine Fürbitte im Heiligtum beendet, wird der pure Zorn ausgegossen, der vorher allen angedroht worden war, die das Tier und sein Bild anbeteten und sein Mahlzeichen annehmen. Die Plagen über Ägypten bei der Befreiung Israels ähneln in der Art den viel schrecklicheren und weitreichenden Gerichten, die kurz vor der endgültigen Befreiung des Gottesvolkes über die Welt hereinbrechen werden. In seiner Schilderung dieser fürchterlichen Plagen sagt der Schreiber der Offenbarung: Es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das Meer wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und auch die Wasserströme und die Wasserquellen wurden zu Blut. So schrecklich diese Plagen auch sind, Gottes Gerechtigkeit steht gerechtfertigt da. Der Engel Gottes erklärt: Gerecht bist du, Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind wert, indem sie das Volk Gottes zum Tode verurteilen. Sind sie tatsächlich an deren Tod schuldig geworden, als hätten sie ihr Blut mit eigenen Händen vergossen. In der darauffolgenden Plage wird der Sonne Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze. Diese Plagen sind nicht allgemein, sonst würden die Bewohner der Erde völlig ausgerottet werden. Doch werden es die furchtbarsten Geißeln sein, die Sterbliche je erfahren haben. Sämtliche Gerichte, die vor Abschluss der Gnadenzeit über die Menschen verhängt worden waren, waren noch mit Gnade vermengt gewesen. Das fürbittende Blut Christi hatte den Sünder davor beschirmt, für das ganze Ausmaß seiner Schuld bestraft zu werden. Doch im letzten Gericht wird der Zorn ausgegossen, ohne mit Gnade vermengt zu sein. Bald wird der Zorn Gottes wie ein Schlag aus heiterem Himmel hereinbrechen. Und wenn er damit beginnt, die Übertreter zu strafen, wird es bis zum Ende keine Pause mehr geben. Der Sturm des göttlichen Zornes braut sich zusammen. Und nur solche werden ihm standhalten, die durch die Wahrheit und der Liebe Gottes geheiligt sind. Sie werden mit Christus in Gott verborgen, bis die Zerstörung vorübergegangen ist. The Lord is coming. Are you ready?